Stopps-Babys! Babys! Ja, ich hab die Eier mit meiner Zeitmaschine gefunden. Sie lagen da einfach, in der Vergangenheit, ohne Eltern, die sich um sie kümmerten. Morphle, morph in einen Triceratops! Dinosaurier sind längst ausgestorben. Aber mit dieser speziellen Zeitmaschine können wir Dinosaurier von vor Millionen von Jahren finden. Und sie einfach in unsere Zeit setzen, damit wir sie studieren können. Aber den hier brauchen wir jetzt nicht. Schicken wir ihn heim. Oh nein, Onkel Rashid! Oh nein! Mila, benutz die Zeitmaschine und schick mich zurück in unsere Zeit. Ich versuch's. Ja, toll! Jetzt zappe mich. Oh nein! Versuch's nochmal! Mila, du und Morphle müsst meine Freundin finden. Professor Zong. Sie ist auch Wissenschaftler. Sie kann die Zeitmaschine reparieren. Okay. Vorsicht, Morphle. Das ist ein T-Rex. T-Rex, keine Babys essen. Wir müssen Professor Zong finden. Morphle, hier entlang. Die Dinosaurier laufen durch die ganze Stadt. Zu reparieren. Wir müssen den T-Rex in seine Zeit zappen. Oh nein! Der T-Rex ist fast hier! Okay, alles repariert. Schnell, Morphle, zappe ihn! Zeitmaschine geht wieder. Schicken wir die anderen Saurier auch zurück. Ah!
Danke, dass ihr mich gerettet habt, Mila und Morphle. Ich habe mit Professor Zong gesprochen. Und vielleicht ist es besser, die Triceratops-Babys auch zurückzuschicken. Aber du sagtest doch, die Eier haben keine Mami und keinen Papi, der sie beschützt. Ja, aber... Morphle-Babys nicht zurückschicken. Wir können sie nicht behalten, Morphle. Mami und Papi erlauben mir nur ein Haustier. Und ich habe doch schon dich. Keine Sorge, Morphle. Wir finden ein gutes Zuhause für sie. Oh nein, meine Schafe sind weggelaufen. Schau mal, der Bauer braucht unsere Hilfe. Morphle, morph in einen Hütehund. Morphle! Vielen lieben Dank, Morphle. Du bist ein toller Hütehund. Gehen wir, Mila und Morphle. Wir haben auch ein Schaf zu verkaufen. Dieses magische Zuckerwatte-Schaf. Wundervoll. Das ist der einfachste Weg, um Zuckerwatte für ihre Kirmes zu machen. Sehr lecker. Ich hätte gerne 20 magische Schafe. Aber das ist ein Zaubertier. Das gibt's nur einmal. Nur eins? Das ist nicht genug. Ich passe. Jetzt müssen wir ohne ein Geschäft nach Hause gehen. Papi, können Morphle und ich mit dem Zuckerwatte-Schaf spielen? Ja, klar. Schafe. Ich glaube, das ist passiert, weil es die Süßigkeiten gefressen hat. Schafe. Jetzt fliegen die hier wieder weg. Morphle, treibe sie hinten in meinen Zaubertiertransporter. Thank you.
Ich sagte doch, ich brauche 20 von den Tieren, sonst passe ich. Huh? Wow. Lass uns so tun, als wären wir Affen im Dschungel. Wir dürfen den Boden nicht berühren. Da sind die Krokodile. Weißt du, wie das Spiel noch lustiger wäre? Wenn du dich in ein echtes Krokodil verwandelst. Du kriegst mich nicht, Krokodil. Mila, Morphel, ich möchte euch etwas zeigen. Ein Krokodil! Keine Sorge, Papa. Das ist bloß Morphel. Er tut nur so, als sei er ein Krokodil. Oh, naja. Wenn man nur so tut, ist das okay. Wenn man nur so tut, ist das okay. Kommt mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Ich habe nämlich ein ganz besonderes neues Zaubertier. Ein Papa-Dschungel. Es hat die magische Kraft, Urwälder zu zaubern. Man sagt, das Papa-Dschungel ist eins der ältesten Zaubertiere und dass es alle Urwälder der Welt gemacht hat. Ich ziehe mich jetzt um und ihr zwei könnt mit Papa-Dschungel spielen. Yay! Hi, Papa-Dschungel. Möchtest du spielen? Wir dürfen den Boden nicht berühren. Da ist das Krokodil und es frisst uns sonst. Wow! Schau, Morphel. Jetzt können wir in einem echten Dschungel spielen. Dschungel.
Delfine lieben nichts mehr als zu spielen. Ha! Ab sofort gehört der Ball uns! Das ist gemein! Der Ball gehört den Delfinen! Tja, wir sind Piraten und wir lieben es, gemein zu sein! Wir müssen den Delfinen ihren Ball zurückholen. Delfine lieben nichts mehr als zu spielen. Ja, wir holen den Ball zurück. Was ist das? Da steht, diese Flasche führt uns zum Schatz des Neptun, König der Meere. Wow! Folgt mir. Folge ihm zum Schatz, Pirat Phil. Wir sind Piraten und wir lieben Schätze. Der Fisch hält an. Der Schatz muss hier sein. Ich bin Neptun, König der Meere. Wenn ihr meinen Schatz wollt, müsst ihr eine Aufgabe bestehen. Schafft ihr es bis zum Ende des magischen Wasserstroms, bekommt ihr meine Schatz. Etwas höher, Morphin. Ich hab ihn fast. Kleiner roter Freund, du hast meine Aufgabe bestanden. Zur Belohnung bekommst du meinen Schatz. Mit dieser Krone bist du Herr über die Meere. Delfine lieben es zu spielen. Aber wir haben den Ball nicht zurückgeholt. Jetzt haben sie nichts, womit sie spielen können. Wir müssen
Hause gehen, Delfine. Mila, Morphel, Zoowärter Kenneth sagt, er könnte eure Hilfe im Zoo gebrauchen. Okay, Papi. Morphel, Morphel in ein fliegendes Haus. Toll, ich brauche eure Hilfe. Wir entlassen all diese Tiere in die Wildnis. Das ist Teil unseres Wildtier-Wiederaufbauprogramms. Aber die Tiere passen nicht alle in mein Flugzeug. Kannst du und Morphel helfen, diesen Pinguin, das Kamel und den Affen nach Hause in die Wildnis zu bringen? Sicher! Toll! Kommt, wir fliegen alle mit Morphel, dem fliegenden Haus. Auf diesem Globus kannst du sehen, wo die Tiere leben. Und hier ist Futter für unterwegs. Bis später, Zoowärter Kenneth. Tschüss, Mila und Morphel. Wir bringen euch alle zu eurem neuen Zuhause. Zuerst bringen wir das Kamel in die Wüste. Die Wüste ist heiß und trocken. Das perfekte Zuhause für ein Kamel. Morphel, schau! Ein Drache! Ich glaube, er will mit uns kommen. Drache mag keine Wüste? Nein, er mag sein Zuhause nicht. Aber wir können ein neues Heim für ihn finden, oder Morphel? Neues Heim für Drachen! Wir bringen diese Tiere zu ihrem neuen Heim in der Wildnis. Und wir finden auch ein neues Heim für dich, Drache. Zuerst fliegen wir zum Südpol. Aber die Reise wird lang. Darum lasst uns spielen gegen die Langeweile. Der Regenwald ist der perfekte Ort für einen Affen. Vielleicht magst du es hier auch, Drache. Der Affe will diese Bananen grillen. Oh oh, ich glaube,
so feucht für Drachen. Es ist schwer, das perfekte Heim für einen Drachen zu finden. Aber wir geben nicht auf. Schau, Morphett, da ist ein Vulkan. Das ist der perfekte Ort für einen Drachen. Drache, du scheinst dein neues Heim zu mögen. Jetzt müssen Morphle und ich nach Hause. Tschüss, Drache. Tschüss. Hey, Mila. Wo ist Morphle? Wir müssen nach Hause. Oh, da bist du ja. Los, dann gehen wir mal. Wirklich sehr leid. Bitte schön, Madam. Gut gemacht, Roddy. Du bist der einzige Affe, der nie frech ist. Du hörst immer auf mich. Sieh mal, Roddy, wir haben einen Affen vergessen. Er verlässt den Zoo, und zwar ganz alleine. Das ist sehr ungezogen. Hol ihn, Roddy. Bring ihn sicher zurück.
Okay, viel Spaß. Bis später. Schau, Affe, noch ein Affe. Oh nein, er will dich fangen. Ruddy, du hast den Affen zurückgebracht. Okay, Ruddy, du bleibst hier und passt auf die frechen Affen auf. Und was auch passiert, lass den kleinen Affen auf keinen Fall entwischen. Ich dachte, du bist der einzige Affe, der niemals frech ist. Du solltest den Affen nicht entwischen lassen. Du hast nicht gehört. Ich bin sehr enttäuscht. Hä? Du bist kein Affe? Nein, das ist kein Affe. Das ist mein Zaubertier Morphle. Er hat sich nur in einen Affen verwandelt. Das tut mir leid, Morphle. Ich dachte, du wärst einer der frechen Affen. Darum hast du auch nicht auf mich gehört, Ruddy. Du wusstest, dass Morphle kein Affe ist, oder? Du wolltest ihn nur nach Hause bringen. Zu Mila. Du warst überhaupt nicht frech. Lass uns nach Hause gehen, Morphle. Morphle will zurück zum Affenhaus. Morphle mit Affen spielen.